Hallo Fräulein, hier spielt die Musik. Haben Sie dazu noch was zu sagen? Nein. Hör mal, wir haben dich auf unseren Videos. Du hast geklaut. Dann brauchen Sie die Tasche ja nicht mehr zu durchsuchen, oder? Ey, was soll denn das? Jetzt hören Sie mir mal zu. Entweder Sie sind etwas kooperativ oder wir machen das Ganze in Anwesenheit der Polizei. Die können mir sowieso nichts, ich bin erst 15. Ist alles von uns. Ist leer. Dann informieren wir jetzt die Polizei und Sie können Ihre Sachen schon mal wieder zusammenpacken. Na los. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie peinlich mir das ist? Madame, ich rede mit dir. Soll ich mich jetzt entschuldigen? Ach ja, so eine Anzeige im Lebenslauf einer fast 16-Jährigen macht sich bestimmt super. Das kannst du deinem Vater alleine erzählen. Der wird begeistert sein. Hi. Na, ist wieder alles klar mit deiner Mutter? Ach, wie immer tobt sie in der Küche aus. Oh Mann. Du, Kevin und die Jungs wollen am Wochenende feiern gehen. Kommst du da mit? Und was soll ich anziehen? Ja, ich dachte, wir gehen nochmal shoppen. Das können wir vergessen. Das Taschengeld ist vorerst gestrichen. Ach, wir finden schon was. Sonst kann ich dir auch was von mir leihen. Du, lass uns in einer halben Stunde an der Bahn treffen. Ich muss echt hier raus. Okay, dann bis gleich. Ciao. Tina, ich fahr zu Stefan. Wunder dich nicht, wenn später wird heute. Was? Ich wollte nur kurz Tschüss sagen. Kann sein, dass ich erst morgen früh wiederkomme. Ich wollte heute eh bei Anna pennen. Lass uns am Wochenende nochmal in Ruhe darüber reden. Süße, ich weiß, dass du es im Moment nicht leicht hast. Aber bau einfach keinen Scheiß. Ich kann es gerade echt nicht gebrauchen. Leute, die nicht dazu gehören. Seid ihr denn morgen eigentlich auch da? Ja, ja, eigentlich ist geplant. Ja? Ja. Super. Mit wem gehst du denn hin? Ja, Robin, die Leute und so. Ja. Ja. Kommt Pauline auch mit? Ja. Der doch die sieht auch voll bitchig aus. Fragst du? Nee, jetzt sind sie nicht mehr glücklich, sie sind auseinander. Ja, ja, Bahn. Treffen wir uns dann da? Können wir machen. Ja, wo wollt ihr denn hin? 11:12 um den Dreh. So früh schon. Voll schön. Echt Frauen gebrannt. Ja, das ist echt schlampig. Eigentlich für dich. Hi. Coole Brille. Danke. Meine Oma hatte auch so eine. Also, da waren die ja innen. Also, ich mag so alte Gestelle. Das ist echt so heiß. Seid ihr Samstag auch dabei? Feiern? Ja. Ja, warte mal. Ich könnte dir meine Nummer geben, dann wissen wir, wo wir sind und so. Ja. Ich kann dir auch meine geben. Ihr wollt mit cool. Den Feiern gehen? Ja. Ich glaube, ich muss euch vorwarnen. Letzte Woche
zu schön. Ey, komm, lass doch den Scheiß. Das... Ja. Jetzt, warte. Guck hin. Er kotzt sie voll. Es ist zu schön, Mann. Zu schön. Dabei war die echt heiß. Aber leider voll versaut. Geile Sache. Was hältst du von den Schuhen? Oh, die sind gut. Ja, ne? Ich suche nämlich nach Sachen, die man dazu anziehen könnte. Tina, hast du mal die Preise gesehen? Hey, Tina, süßes Heft. Bist du jetzt zum Trendsetter oder was? Du stinkst. Du stinkst. Lass mal abhauen. Scheiße, da kann ich nur die Dusche leiten. Du eine neue Klamotten. Ja, kannst du bezahlen oder kannst du freiwillig? Wow.
Wieder Zeitung lesen, ne? Geburtsdatum auch jetzt? Raufkommen? Nee, Tina, das geht nicht. Das mit gestern tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was da los war. Das war nicht so gemeint. Ich hab grad echt richtig Stress mit meinen Eltern. Deine Mutter hat gestern angerufen. Anna, mach das Fenster zu. Tina, es geht wirklich nicht. Gar nicht erklären, wann und wo die Karte weggekommen ist. Gibt es dafür keine Versicherung? Aber irgendjemand muss doch für den Schaden aufkommen. Thank you.
Ja, lassen Sie die Karte sofort sperren. Ja, haben Sie vielen Dank. Auf Wiederhören.